rein in den Kreis gehen. Schuss. Oh, er steckt ja mal vorbei. So. Der C wieder am Ball. Super Dribbling von Leo Schur, der da ganz durchdrängt. Super. Doch der Torhüter passt auf. Und sein Steger kommt aus dem Kreis rausgeschnitten. Jetzt muss er ihn bringen. Oh. Über links mit der Agi-Flanke. Ui, Fendler versucht den Ball zu stoppen. Sein Sticker im Kreis am Ball, holt zum Schlag aus. Torwart hält. Nachschuss. Wiedergehalten. Tolle Parade vom. Mal gucken, ob diese Taktik weiter Erfolg hat. So, jetzt hat Fritz Eickhoff Platz. Jetzt kann er nach innen gehen. Dreht sich einmal nach vorne, bringt die Flanke. Fuß von Müller im Ecke der AC. Wird die Ecke rausgeben. Super Rausgabe, Jonas Kofalla stoppt, Tom Seinsticker schlägt, doch leider knapp neben das Tor, Abschlag Mühlheim. Tom Seinsticker bringt die Flanke, Max Maurer im Kreis, und da habe ich einen Fuß gesehen. Oh. Und wieder hält Micke Hartingen, guter Save vom Ulmerser Torwart. Tom Seinsticker wieder aus, mit der Nummer 11, er kommt über rechts, kann in den Kreis gehen, er bringt die Flanke. Super. Felix Lind am Torschuss, oh mein Gott, Pfosten. Mittelfeld abholen muss, um halt auch mal Bälle zu kriegen. Doch jetzt, da verstoppt er den Ball. Fritz Eickhoff kann gehen, dreht ab. Super. Ui, das ist schön gemacht. Gespielt. Dominik Fendler. Dominik Fendler mit dem Agi-Schuss. Super! Super Tor. Oskar Spitzer mit dem 1-0. Toll ins Tor geblockt. Aber super vorher gemacht. Ganz toll. Guck mal, das nochmal in der Wiederholung. Super Ball von Fritz Eickhoff auf Dominik Fendler. Der zieht in Richtung Kreis. Holt aus zu Agi, sieht am langen Pfosten Oskar Brück und der schiebt den Ball nur noch rein. Toll gemacht, keine Chance für den Torwart und jetzt brennt hier die Hütte. Also jetzt hier richtig was los, die Fans sind laut und das ist glaube ich das Tor, das der DHC gebraucht hat, um jetzt mal ein Spiel zu finden. Toll gemacht. Ich bin auch gespannt, wie jetzt Mühlheim darauf reagiert, die bisher sehr defensiv standen. Super aufgelegt, jetzt wieder über rechts, ganz toll. Jetzt Ist jetzt immer über rechts gelaufen ist und über lang gebracht hat. Vielleicht könnte man jetzt auch mal wieder wie eben mit einem Diagonalstänzer arbeiten. Aber jetzt kommt erstmal Kofalla mit dem Lauf, bringt den Ball in den Kreis. Ah, leider verstopft vom DRC, aber ich habe doch. Kofalla, der Libero zuerst da und jetzt verschenken sie auch noch einen Ball im Mittelfeld. Jetzt der Antritt von Dominik Fendler. Super! Am Torhüter vorbei, doch gut aufgepasst. Lang. Hält den Ball, dreht sich hintenrum ab. Oh, Agi Flanke in den Kreis, ist gut. Ah, gut verteidigt von Marlon Fendler. Kopf hat wieder die rechte Seite für sich, die ganze rechte Seite ist auf. Da kommt der Ball, super gespielt. Oh, doch leider verliert Dominik Fendler den Ball. Das war hier gerade wirklich laut. So, also super Stimmung hier auf der Anlage. Powerplay für Müller, Justus Eckert kann den Ball in den Kreis bringen. Verstopft von Fleikopf. Oh. Toll gehalten von Quentin Esser. Super Ball, gut über außen, klasse. Ja, dann kommt der Schlag durch die Mitte, durch die DRC schwer durch und dann klasse Parade von Quentin Esser. Wie schnell er da unten ist. Oh, 1-1. Robin Weber mit dem 1-1. Mühlheim bringt den Ball in den Kreis. Und damit war jetzt wirklich nicht zu rechnen. Der DHC war klar die bessere Mannschaft. Sie hatten alles unter Kontrolle. Aber das ist das, was wir vor dem Spiel gesagt haben. Mit Mühlheim ist nie abzuschreiben. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Der Ball kommt in den Kreis, flutscht da durch. Ja, das ist jetzt schon der zweite Stoppfehler vom DHC im Kreis. Im Kreis auf Wiederlasse Eresmann. Also der ist jetzt wach. Der fängt die Bälle jetzt im Kreis ab. Und eine Ecke nachdenken, also... Ah, aber wahrscheinlich noch ein bisschen zu wenig. War noch keine 5 Meter. Warum pfeift der Schiri nicht? Da fahren keine 5 Meter. Oh, das wurde nochmal gefährlich. Die Spieler in den Ball kontakten das schnell aus. Dann werden hier einfach viel gefährlicher. Die grüne Karte für Jonas Kofalla, für den Libero des DRCs. Und das kann dem DRC jetzt ziemlich wehtun. Er ist hier heute super. Ja, gut. Angenommen. Super. Und jetzt wieder starker Antritt von Dominik Fendler. Super. Schade. Bei Leo Schur. Oh, Ball war im Tor. Protest vom DRC. Und DRC kann das nicht fassen. Die waren das zweite Tor. Ich denke, sie bringen den Ball auf Kofalla und der wird hier nochmal reinschlagen. Der kommt gefährlich in den Kreis. Fuß, der DRC fordert Fuß. Doch, Spielende.
Penalty-Schießen hier. Der DAC diskutiert nochmal mit dem Schiedsrichter. Spannend. Gucken, welche Schützen Marc Spieker und Julius Heiner aufstellen. Genauso wie Malte Hellwig bei Uhlenhorst Mülheim. Bei Düsseldorf schießen. Also ich glaube auf jeden Fall Leo Schuh und Dominik Fendler. Fritz Eickhoff. Viele Zuschauer gingen dahin, wollen jetzt ihr Team unterstützen beim Penalty-Schießen. Und jetzt können wir uns freuen. Robin Weber. Gegen Quentin Esser, der erste Penalty dieses Spiels. Und los geht's. Robin Weber tritt an, Quentin Esser kommt schnell raus. Das ist ein 7 Meter. Schneller Zieher. 7 Meter. Ist das 1-0? Souverän, halb hoch längs, einfach gut geschossen. Und jetzt kommt Jonas Grofalla, der bis hierhin ein super Spiel gemacht hat. Er tritt an. Wartet lange. Super. Oh. Nein. Mülheim hält. Mülheim hält hier aber einen eindeutigen Körperkontakt vom Torwart mit dem Schützen. Also, bin mir nicht ganz sicher. Also, da hätte man vielleicht den Penalty. Denke ich normalerweise ein sehr sicherer Schütze. Läuft an, bevor angepfiffen wird. So, Quentin Esser jetzt. Das war gut gemacht. War gut gemacht. 2-0. Und jetzt kommt Düsseldorf AC. Jetzt muss der Düsseldorf AC nachliefern. Jetzt bin ich gespannt, wie sie darauf reagieren. So, Fritz Eickhoff übernimmt die Verantwortung. Fritz Eickhoff läuft an. Dreht sich raus. Gut, um den Torhüter herum. Gut gemacht. Er hält die Ruhe. Fritz Eickhoff ersetzt seinen Körper ein. Wartet, bis der Torwart fällt und riecht souverän über die Vorhand aus. Ein Penalty wie aus dem Bilderbuch. Gut geschossen. Ja, und wie wir gesagt haben, auf beiden Seiten die Schützen, wie wir es gesagt haben. Jetzt tritt Nürteshäuser an. Jetzt könnte Esser mal einhalten. Und los geht's. Quentin Esser bleibt erstmal stehen. Uhlenhorster läuft schnell an, dreht sich raus. Gut geschossen. Genauso wie Fritz Eickhoff, wartet lange, dreht sich raus und schießt ihn dann ins freie Tor rein. Quentin Esser beschwert sich, aber... Da war alles sauber vom Uhlenhorster. Er setzt einfach gut seinen Körper ein. Esser fällt vielleicht ein bisschen zu früh, hat er nicht mal die Chance noch da rumzukommen. Aber einfach stark geschossen. Und jetzt Tom Seidenschicker. Jetzt bin ich gespannt. Geht rein, schlägt. Och, das macht er aber cool. Souverän. Das wartet, bis der Torhüter liegt. Leicht hoppelnd über den Torhüter. Eieiei, den schießt er wirklich gut. Die Nerven muss man haben. Ja. Spannend, ey, mein Gott. Schiedsrichter gibt frei. So, und jetzt kommt er. Eckert läuft an und lupft ihn ganz lässig drüber. Also das war schon cool gemacht, oder? Ja, macht er sehr gut. Aber vielleicht müsste Quentin Esser jetzt auch mal versuchen, ein bisschen mehr Druck auf den Ball zu kriegen. Also mal ein bisschen früher stören, vielleicht auch mal die Schützen nicht so machen lassen, weil die haben es ja. Das haben wir jetzt in diesem Penalty-Schießen sehr oft gesehen. Entfallen. Sehr souverän. Und geht jetzt nochmal zum Torhüter Quentin Esser, schlägt ein. Also hier ist richtig Stimmung drin. So. Zum alles. Den Quentin halten. Sonst ist. Das war ein Fehler. Das ist erst der vierte Schütze, das wäre dann. Esser hält ihn. Esser hält ihn. Der Ball liegt frei im Kreis. Frei im Kreis. Und jetzt ist wieder ausgeglichen. Und jetzt ist hier Stimmung. Quentin Esser hält. Und jetzt liegt es an Dominik Fendler, diesen Ball reinzumachen. Die Zeit sehr gut gemacht. Und jetzt Dominik Fendler. Läuft an. Gut gemacht. Oh, oh nein! Der Torwart das hält. War's. Und das war's. Uhlenhorst Mülheim gewinnt das Spiel. Uhlenhorst Mülheim zieht ins Finale ein. Und der DRC kann es nicht fassen. Was für ein Sieg von Mülheim. Das glaubt keiner. Die Fans gehen ab, die Zuschauer. Glückwunsch zum Sieg, ne? Was denken Sie denn, hat Ihrer Mannschaft hier heute zum Sieg verholfen? Ich glaube, es war einfach, weil wir uns in der zweiten Halbzeit sehr, sehr viel mehr getraut haben als in der ersten Halbzeit. Wir haben deutlich mutiger gespielt. Wir wollten wirklich mal nach vorne spielen. Und ich glaube, das war dann im Endeffekt auch der Schlüssel zum Sieg. Ja, eiskalte Nerven hier am Penalty schießen. Haben Sie das viel geübt? Das haben wir tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich sehr viel geübt. Und ich bin natürlich sehr froh, dass sich das endlich auch da mal ausgezahlt hat. Okay. Wie bereiten Sie sich jetzt morgen aufs Finale vor? Was nehmen Sie sich vor? Ja, wir müssen einfach an die zweite Halbzeit heute anknüpfen. Wir werden uns jetzt gleich das andere Halbfinale angucken. Ja, werden wir die Jungs darauf vorbereiten. Heute Abend noch zusammen Ella essen. Und dann geht es morgen früh wieder mit Vollgas auf die Anlage. Okay, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Glück für morgen. Ne? Danke.
Ja, jetzt stehe ich hier mit Marc Spieker, dem Trainer vom DHC. Was denken Sie, hat dazu geführt, dass Sie heute Ihre Chancen nicht so viel nutzen konnten und es nur 1-1 stand am Ende des Spiels? Ja, erste Halbzeit, denke ich, trotz der Tatsache, dass wir heute kein gutes Halbfinale gespielt haben, haben wir in der ersten Halbzeit genug Chancen im letzten Viertel und Eintritte in den Kreis, um da schon in der ersten Halbzeit das Spiel für uns zu entscheiden. Das haben wir halt leider nicht gemacht. Und dann kann halt auch mal in so einem deutschen Halbfinale, wo Uhlenhorst in der zweiten Halbzeit deutlich besser verteidigt und wir jetzt auch nicht mehr den Zugriff kriegen, schießt Uhlenhorst mit einem Schuss aufs Tor den Ausgleich zum 1-1. Und wir rennen dann hinterher. Und Penalty-Schießen ist halt immer auch eine gewisse Glückssache. Da hatte Uhlenhorst heute das Quäntchen für sich, ist alles in Ordnung. Schade ist halt nur, dass wir es nicht geschafft haben, jetzt im Halbfinale die Leistung zu bringen, die wir am Ende des Tages bringen können. Trotzdem finde ich, haben wir eine gute Saison gespielt, kein Spiel verloren bis zum Halbfinale. Da können die Jungs drauf stolz sein. Sind jetzt zum dritten Mal in Folge unter den letzten vier gewesen und insofern alles gut. Ja, alles klar, danke. Bitte.